Willkommen zurück zu Let's Play Risen 3 Titan Lords. Wir waren in der letzten Folge hier stehen geblieben, haben zwei Quests erledigt, haben einmal hier Sebastiano dem Mord an Di Fuego nachgewiesen und haben Rodriguez das Entlassungsschreiben gegeben, beziehungsweise es erst besorgt und ist ihm... Nein, das werde ich jetzt nicht so sagen, wie ich es geplant hatte. Ich wollte ihm sagen, ich habe es ihm erst besorgt und dann gegeben. Das machen wir nicht. Wir suchen jetzt nach Horas. Und auch hier habe ich mich ein bisschen erkundigt, weil ich keinen Bock habe. Wow. Hey, lass mir auch noch was übrig. Die ganze Insel nach dem Kerl abzusuchen. Okay, bei dem gibt es natürlich wieder Muscheln zu sammeln. Oh nein, diese Krabben, nein, nein. Oh, da hinten ist ein Bug oder ein Grafikfehler. Aber endlich mal Quests, die auch ein bisschen einfacher sind und die auch gut EP bringen, beziehungsweise Ruhm. Ich vermute, dass Horas hier im, am Strand irgendwo ist, weil es hieß, glaube ich. Warum steht hier eigentlich nichts? Okay. Irgendwo ist der auf jeden Fall am Strand. Ich meine sogar hier, der Koch hätte uns das gesagt. Wow. Komm, komm. Wow, nein. Boah, wie lange braucht er für die scheiß Krabbe? Boah, Junge, hilf mir doch! Danke sehr. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Maradona. Muschel, Muschel, Muschel. Und erstmal noch einen guten Schluck zu mir genommen und weiter geht's. Wir suchen weiter. Achtung, jetzt komm ich. Erledigt. Nein, Muschel. Okay, keine Muschel bei ihm. Ich krieg meine Waffe was zu tun. Ah, meine Vermutung hat sich auch bestätigt. Da oben ist der Kerl. Da auf jeden Fall ist da ein Lagerfeuer. Alter! Drecksvieh. Gar nicht gesehen. Scheiß Sandteufel. Ja, komm, der nächste. Ja. Gute Orientierung. Namenloser Held. Muschel nehmen wir mit. Was haben wir denn hier sonst noch Feines? Ein Seestern. Ah,
Also ein bisschen gucke ich mich natürlich auch noch um, also... So ganz ohne Beute will ich dann hier auch nicht weglaufen. Gucken wir uns hier noch ein bisschen den Strand an, bevor wir mit ihmchen da reden. Ja, na komm. Maki-Beere. Noch ein bisschen Proviant mit eingesackt. Wovon ich bald unbedingt mal neuen brauche. Hey, was willst du? Und du bist? Ich bin Horas, Wächter im Auftrag der Magier. Zurzeit verstecke ich mich vor der Inquisition. Was glaubst du, hat die Inquisition vor? Nun, die Soldaten hier wollen sich bestimmt nicht mit uns Wächtern verbünden. Sie planen einen Angriff gegen die Magier? Selbst wenn sie unsere Insel finden, mit ihren Musketen haben sie keine Chance gegen die Kristallmagie. Allein, dass sie es versuchen könnten, ist beunruhigend. Genau deshalb muss ich zurück nach Taranis. Das ist doch noch nicht alles, oder? Nein, das stimmt. Ich muss meine Beute nach Taranis bringen. Die du hier gestohlen hast. Und wenn schon, die Magier müssen erfahren, was hier los ist. Gut, ich nehme dich mit. Mein Kahn liegt in einer kleinen Bucht in der Nähe der Mangroven. Die Mangroven, da habe ich mich ein paar Tage lang versteckt, das finde ich schon. Ach ja, und noch was. Danke. Gut. Er ist weg. Hat sich Richtung Schiff aufgemacht. Ich hätte ihn jetzt auch an Sebastiano verraten können, aber ich will eigentlich doch schon mehr den guten Weg spielen. Das ist zu kompliziert für mich. Natürlich, eine weitere Kiste, die wir niemals sehen, weiter machen werden. Na gut, bringt mir das viel, wenn ich Fingerfertigkeit jetzt weitermache. Hier brauche ich wie viel für? Hätte ich 25, ja. Na. Ich packe jetzt mal Fingerfertigkeit drauf. Und ja, List oder... Na komm, und das packe ich drauf. Zack, zack. So. Müssen wir uns später vielleicht nochmal um die ganzen Kisten kümmern, was ich allerdings stark bezweifle. Sebastiano, ach, jetzt kann ich die Quest abgeben oder wie? Ja, komm. Machen wir das eben noch. Und dann möchte ich mich, wenn ich keine neuen Quests von Sebastiano kriege... Was ich nicht glaube. Dann werde ich mich auf die Suche nach den Schätzen noch machen. Nehme natürlich noch ein bisschen Goldklee hier mit. Natürlich noch eine Schädelblüte. Kann ich eigentlich alle auch mal irgendwann verbrauchen oder verkaufen. Eins von beiden. Da ist noch eine. Ein Hühnerbeulen haben wir hier noch. Okay. So. Unterhalten wir uns mal mit Sebastiano. Und ich schätze mal, wir nehmen dann die Option, dass wir nicht mehr für ihn arbeiten. Dann wirft er uns, so wie ich es gehört habe, raus. Ist leider ein bisschen schwer, sich von dem Spiel ungespoilert zu lassen. Aber naja. Hallo. Du fasst hier nichts an. Da wäre noch was. Ich weiß, wo der Wächter Horas steckt. Ah. Endlich! Sag mir, wo er ist. Dann schicke ich sofort ein paar Leute, die ihn holen. Er hat die Insel verlassen. Tatsächlich? Und woher weißt du das? Ich habe mich umgehört. So, so. Dann höre ich mich auch mal um. Weit kann er ja nicht gekommen sein. Ach so, ich hätte ihn jetzt hier hinbringen können. Dann wäre die Quest nicht abgebrochen. Wir sind ja, komm hier, GG. Ich arbeite nicht mehr für dich. So? Meinst du, das interessiert mich? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Niemand untersteht gerne einem Tyrannen. Also pass lieber auf deinen Kopf auf. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Geh mir aus den Augen und lass dich hier nicht mehr blicken.
Sonst hetze ich die Höllenhunde auf dich. Aha, er will die Höllenhunde auf mich hetzen. Man merkt gar nicht, dass er von den Schatten beeinflusst wird. Gar nicht. Ganz und gar nicht. Todesland war... Gucke ich mal ein bisschen nach den Schätzen. Das war hier. Da wurden wir, glaube ich, einmal richtig schön, ne, weggenatzt. Und wo ist der andere? Der ist dort oben. Den holen wir uns noch. Der dürfte eigentlich leicht zu kriegen sein. Ich glaube nicht, dass da oben noch irgendwelche Viecher hausen. Ich habe ja irgendwie alles auf dieser Insel, außer jetzt vielleicht hier. Weiß nicht, ob ich hier schon drin war. Und hier, haben wir ja eigentlich alles auf dieser Insel schon gemeuchelt. Deswegen. Und ich bin auch dafür, dass wir jetzt die Insel nach und nach auch abschließen. Heißt, diese Folge, ich hole mir jetzt noch den Schatz. Die Folge wird etwas kürzer verlaufen, tut mir leider leid, aber... wir werden nach und nach die Insel jetzt auch abklappern und fertig machen, dass wir dann... Scheiß Felsspinne. Hätte mich aber auch gewundert, wenn der Schatz ohne Bewachung da liegen würde. Finde ich eine ganz nette Option, wieder hier die Schätze mit ins Spiel zu packen. Dass man auch ein bisschen Zeit in der Welt verbringt. So. Wow. Wow, okay, obwohl ein bisschen wert sind die Sachen, was? Kann man gut bei Jack oder so verkaufen. Gut, das hätten wir erledigt. Bleiben noch. Ja, die Gegenstände, die werde ich ein anderer Mal, glaube ich, machen. Hä, hatte ich nicht mal mehr? Hatte ich nicht noch, hä? Hatte ich nicht mehr legendäre Gegenstände? Ja, egal, ne? Sind ja eh nur Nebensachen. Auf und davon. Wisst ihr was? Bevor wir die Auf und davon Quests von Osorio noch erledigen, geht's Richtung Schiff. Ah, guck mal. Ich habe mich mit Kommandant Sebastiano getroffen. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Kommandant mich tot sehen will. Ich hörte davon. Du sollst ihm etwas geklaut haben. Tatsächlich. Und? Hast du? Klar hab ich. Hier, diesen Monolithenstein, direkt aus Di Fuegos Büro. Deshalb bin ich ja hergekommen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Sondern? Kommandant Sebastiano will die Koordinaten von Taranis. Aha, also will der die Magier... Oh. Ja, macht jetzt alles so langsam Sinn. Sein Hass auf die Magier, beziehungsweise auf die Magie an sich und dass er hier von ihm die Koordinaten haben will. Interessant. Was denkst du über diesen Ort? Ja, die Inquisition. Die hat auch schon bessere Tage gesehen, denke ich. Komisch, dass sie jedes Mal auf die Nase fallen, wenn es um die Wurst geht. Als laste ein Fluch auf ihnen oder sowas. Tja, vielleicht sollten sie ihre steifen und angestauten Ideale nochmal überdenken. Ja, es stimmt schon so. Komm mit. Ja. Bereit zum... Wir fahren nochmal zum Strand. Speichern nochmal kurz. Und ja. So. Und jetzt versuche ich, mich irgendwie auf dieser Insel zu festigen, ohne attackiert zu werden. Wo ich dann die Folge erstmal beenden werde. Und dann werden wir uns um den Schatz hier in der nächsten Folge kümmern. Okay, falsch, nein. Gut, er ist da. Leute, an der Stelle speichern wir. In der nächsten Folge werden wir uns um diesen Schatz hier kümmern. Und vielleicht dieses Gebiet mal generell etwas erkunden. Ich hoffe, dass wir es mit Bones müssten wir es eigentlich schaffen.
Wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.